Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Rossmann hat einen ziemlich abgefahrenen Adventskalender rausgebracht, nämlich diesen Auto-Adventskalender. Aber ich glaube, da sind sehr, sehr viele coole, praktische Dinge drin. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 39,99 € habe ich den bei Rossmann bestellt und nicht nur ich, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne bei ihr für eine zweite Meinung vorbei, ist natürlich in der Infobox verlinkt. Ja, und wenn auch du Teil der Crew werden möchtest, dann abonniere super gerne meinen Kanal. Hier gibt es super viel Beauty-Content. Jetzt gerade gehen die Adventskalender ziemlich steil, aber ansonsten Schminkies, Hauls, Reviews, das ist so mein Ding, Unboxings, ne? Und ja, jetzt sind die Adventskalender halt voll in meinem Fokus und wir haben jetzt öfter schon mal bei Rossmann halt auch diesen Selfcare-Adventskalender und so gesehen, auch der ist bestellt, wird online gehen, wahrscheinlich ist er sogar schon online, man weiß es nicht. Und jetzt ist hier etwas drin, wo ich mir vorstellen kann, dass Rossmann sich gedacht hat, hey, wir haben doch auch eigentlich männliche Kundschaft, oder? Oder halt Frauen, die sehr praktisch denken und da auch Bock drauf haben, wie ich zum Beispiel. Also ich glaube, dass wir tatsächlich auch ein Adventskalender sein, der mich zum Staunen bringt und zum Lächeln. Ich weiß nicht, was sowas kostet. Auto, Sohl, Scheibenreiniger mit Pfirsichduft, Konzentrat 1 zu 100. Was haben wir denn hier drin? 32 Milliliter. Preise werden selbstverständlich recherchiert. Keine Ahnung, ne? Ob es das so auch so zu kaufen gibt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall super praktisch. Kann man gut gebrauchen. Für einen Adventskalender hätte ich mir aber gewünscht, dass die eins mit reinpacken, wo du halt quasi auch so einen Frostschutz mit drin hast. Das ist so ein Adventskalender, den man auch immer wieder drehen muss, weil die Kläppchen sind tatsächlich rundum. Am 2. Dezember haben wir eine Taschenlampe drin. Ich kann sowas sehr gut gebrauchen, denn ja, ich laufe nachts oft durch die Gegend tatsächlich, sei es um mit Sammy spazieren zu gehen, meinem Hund oder generell, ne? Man braucht einfach eine Taschenlampe und gerade im Winter finde ich persönlich, ist es auch einfach wichtig, dass wenn man im Winter unterwegs ist, nicht nur um selber was zu sehen, sondern auch um gesehen zu werden. Da verwende ich ja nicht nur so Leuchtkleidung, sondern halt auch immer eine Taschenlampe, die ich dann immer so an der Seite schwenke, wenn ich dann so an der Straße entlang gehe. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ja, Elina Clean Car, ein Autoschwamm. Leute, das ist praktisch, ne? Also ich, ne? Was soll ich dazu sagen? Den kannst du auch natürlich nicht nur fürs Auto verwenden, sondern für alles Mögliche, was dir so in Sinn kommt. Aber das ist praktisch. Das kann man gut gebrauchen. Hier haben wir die Nummer 4. Auch das wirklich geil. Von B-Tech Germany haben wir eine Sicherheitswarnweste. Also trage ich im Winter wirklich ständig. Und hier haben wir auch so eine Warnweste, die du theoretisch im Sommer auch easy tragen kannst, weil die ist so ein bisschen netzstoffmäßig. Dann ist die nicht ganz so warm. Also wenn du, wow, ja, wenn du im Hochsommer halt die trägst, ne, dann kann es ja sonst ziemlich warm werden. Jo, meine Kamera kommt auf das Neon echt gar nicht klar. Finde ich gut. Hier sind sogar zwei Stück von drin in der Größe XXL. Kannst du immer gut gebrauchen. Einen Tag vor Nikolaus habe ich den Lufterfrischer drin, regulierbare Duftstärke. Kannst du anmachen, kannst du ausmachen. Ah, ja, gut, da musst du aber die Folie für abziehen. In der Duftrichtung Lilie mit 35 Gramm. Sowas kann man ins Auto packen, sowas kannst du aber auch irgendwo an Orte stellen, die vielleicht generell nicht so gut riechen. Vielleicht auch in der Werkstatt oder so, falls man das so dort haben möchte. Ich weiß es ja nicht, aber ich finde es ziemlich cool und praktisch. Oh, Nikolaus darf was Besonderes sein. Und hier packen die einfach mal ein Angel Keychain hinein. Out of the blue. Und das ist schon süß. Also finde ich sehr, sehr cool. Ja, man braucht manchmal auch wirklich beim Autofahren einen Schutzengel. Es kommt immer drauf an, wie man selber fährt und wie halt auch die Autofahrer, die mit einem zusammen unterwegs sind, fahren. Nee, finde ich schön. Der ist richtig schön schwer. Also das wird kein Billokram sein. Bin ich, also ne, wirklich, wenn man sich das auch so anguckt, das biegt sich ja richtig. Sehr cool und schön gemacht. Ist Elina nicht irgendwie eine Eigenmarke von, ich meine Edeka oder so? Habe ich das da nicht mal gesehen? Ich weiß es nicht. Cockpit-Reinigungstücher, 30 Stück sind hier drin, in der Größe 18 x 16 cm, verbesserte Qualität. Auch sowas, ne? Immer wieder in Einsatz bei uns. Und ich glaube, wenn mein Freund diesen Adventskalender bis zum 7. Dezember quasi ausgepackt hätte, der hätte sich jeden Tag drüber gefreut. Und hätte jeden Tag gesagt, Mensch, ist cool, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir, kann ich auch immer gut gebrauchen, im Auto oder generell, einfach mal eine Tüte drin. Ja, das ist nachhaltig, weil sowas verwendest du ja x-mal. Ne? Kaufst dir keine Papiertüte oder auch keine Plastiktüte dafür. Und die ist schön groß. Die ist wirklich groß.
viel gut was rein. Also wirklich eine große, gute Tüte. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas freuen, was mein Freund sich, glaube ich, letztens noch gekauft hat. Spanngummis. Ja, Von Best Choice, 75 cm, 4 Stück. 4 Stück. Das ist so cool. Also dieser Adventskalender macht mir echt Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Schatz. Und ich bin erst bei der Nummer 8, Leute. In der Nummer 10 darf es mit Vollmilchschokolade weitergehen von Sturz Vollmilch. Ja, da hast du einmal einen Bus und einmal ein Verkehrszeichen. Gehört in einen Adventskalender irgendwie schon rein, ne? Süß. Am 11. Dezember, die erste Schnapszahl, haben wir auch von Elina Clean Car diesen Scheibenschwamm mit drin. Auch das ist ein sehr gutes Produkt im Winter, wenn die Scheiben halt so beschlagen, ne, dass man das halt damit auch sauber machen kann. Das ist richtig toll. Richtig, richtig toll. Also wirklich so praktische Sachen, die man einfach gebrauchen kann und nicht irgendwie so schmeißt er weg. Also ich hatte bei der 1 erst ein bisschen Schiss gehabt, aber jetzt, ich habe einen Lauf. Zur Halbzeit bekommen wir Scheibenreinigungstücher. Auch das super praktisch. Wir hatten ja schon die Cockpit-Reinigungstücher für die ganzen ja, Armaturen, Plastikarmaturen. Und das sind die Scheibenreinigungstücher. Also super gut, wenn man halt auch Kinder hat gegebenenfalls, die dann hinten so an die Scheiben dran packen. Ne? Geil. Ja, das ist auch das Fazit zur ersten Halbzeit schon. Ne? Geil. Läuft. Kabelbinder 100 Stück. Kannst du immer gebrauchen. Das ist nie weg, sagt mein Freund auch immer zu sowas. Ne? Kannst du immer gebrauchen. Ist praktisch. Am 13. Dezember einfach mal im Adventskalender. Schlau. Am 14. Dezember habe ich irgendwie etwas, was man mit USB verbinden kann. Was machst du denn? Blinkt der dann? Weiß ich nicht. Oder kann man da sein Handy laden? Steckdosen sind gerade leider alle besetzt. Ist ein bisschen schwierig, aber ich habe hier auf jeden Fall so ein Teil drin. Ne? Sieht nicht verkehrt aus. Aber ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ja, okay. Jetzt am 15. Dezember gibt es nochmal ein bisschen Schoki. Da haben wir auch wieder eine Feuerwehr drin, was sehr süß ist. Und ein, Achtung, Rehe-Zeichen. Den 16. Dezember muss ich etwas rausmanövrieren, aber das kommt direkt in mein Auto. Das ist eine Parkscheibe. Denn ja, solche Parkscheiben finde ich immer so gut. Die sind nämlich Allrounder. Du hast zum einen natürlich hier diese ganz normale Parkscheibe, die ich einfach brauche halt immer wieder. Dann hast du hier so eine Gummilippe, mit der kannst du, ich glaube, groben Schnee entfernen. Und dann hast du hier an der Seite auch noch einen Eiskratzer, was ich auch immer sehr praktisch finde. Und zu guter Letzt halt hinten diese drei Einkaufschips. Kann ich immer gut gebrauchen, ne? Weil ich stehe ständig irgendwo und habe keine. Und ja, also, das ist praktisch. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier so einen Waschhandschuh mit dabei. Auch das sehr, sehr sinnvoll. Kannst du sowohl natürlich für dein Auto als auch für Innenräume verwenden, also für deine Wohnung. Ne? Da hast du einmal halt diese langen Dinger dran und auf der anderen Seite ist das halt so ein Mikrofaserding, was halt super auch so Staub und sowas aufnimmt. Nicole schreibt mir gerade allerhand. Und ja, braucht man. Kann man gut gebrauchen und ich finde es sinnvoll. Und das macht echt Spaß hier gerade. Am 18. Dezember herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ist einfach eine Packung Tempos drin. Ja, Erkältungszeit. Und sowas habe ich auch immer im Auto liegen, um ehrlich zu sein. Am 19. Dezember haben wir einen Sekundenkleber drin. Plastik, Gummi, Glas, Holz, Metall, Keramik, Leder, Textilien. Extra schnell, extra stark, tropft nicht von, keine Ahnung, wie die Firma heißt, steht hier so nicht drauf. Nass, glaube ich. Genau, das ist hier einfach mal, achso, für Globus ist das. Ist das ein Globus-Adventskalender sonst auch? Oder der bei Globus dann auch in Verkauf geht? Könnte ja sein, ne? Cool, 3 Gramm haben wir hier drin. Sekundenkleber braucht man auch immer irgendwie. Brauche ich jetzt nicht unbedingt am Auto, aber ja. Das ist dann für, ja, wenn man nicht alleine reist, sondern mit Familie, ganz cool am 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Travel Games von Out of the Blue sind das Mini-Reisespiele und da haben wir so ein Spiel drin, was ich persönlich damals nie gespielt habe. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, bin ich ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, wie man das spielt. Am 21. Dezember ist hier was von Elina Med drin. Ich finde eigentlich, dass wir weder in Boxen noch in den Adventskalendern irgendwas in Richtung Desinfektions- oder Handgel oder sowas drin haben sollten, ne, weil das halt immer so ein bisschen ein Geschmäckle mit dabei hat. In diesem Zusammenhang passt es aber. Ne? Hier habe ich von Elina Med die 2-in-1 Hygienetücher drin. Das sind 15 Stück mit Aloe Vera drin. Und sowas packe ich mir ehrlich gesagt auch wirklich immer gerne ins Auto rein. Denn du weißt einfach nie, dass wenn du halt mal unterwegs bist, du weißt nie, was du gegebenenfalls mal anpacken musst. Wenn du dann mal auf Reisen bist, wenn du auf eine Toilette dort musst, Raststätten-Toilette, ist ja so ein Thema. Ne? Oder generell, wenn man irgendwie mal was von der Straße räumt oder so, das kommt einfach gut. Vielleicht haben wir sogar Einweghandschuhe drin. Da ich selber Brillenträger bin, freue ich mich über die Nummer 22. Das hier ist einfach mal ein Brillenputztuch.
Ich müsst euch gleich reinziehen, wie die beiden Dudes da auf dem Bild hier aussehen. Elina Med Mikrofaser Brillenputztuch, Zweierpack, 15x20 cm. Und dann, ja, sehen wir hier. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie aus den 2000ern oder so, die Umverpackung, ne? Du kannst es auch waschen, einfach bei 60 Grad. Richtig, richtig, richtig praktisch. Ach, guck mal, einen Tag vor Heiligabend haben wir dann so einen Adapter mit dabei. Da können wir dann wahrscheinlich dieses Ding hier anschließen, keine Ahnung. Das ist super praktisch, dass du halt über die, wie heißt das nochmal, den Zigarettenanzünder von deinem Auto quasi zwei USB-Anschlüsse generierst, ne? Sowas finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ich habe zwar in meinem Auto so einen USB-Anschluss, aber manchmal fährt man ja nicht alleine und dann möchte jemand anderes auch noch sein Handy anschließen. Dann hat man zwei. Cool. Die Nummer 24, die haut mich vom Hocker. Das ist ja geil. Das ist ein Wackeldackel. Warte, das muss ich reinmachen. Ich packe mir den ins Auto. Was ist das geil, Leute. Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Ja, da hätten sie auch fast schon eine Klorolle reinpacken können. Aber das ist so oldschool und ich finde es so super, wie der junge Mann hier aussieht mit seinem Halsband hier, ne? Den werde ich mir safe auf meine Hutablage machen. Hat hier auch so ein Klebi, ne? Richtig geil. The Nodding Dog von, auch Out of the Blue. Das finde ich so geil. Das ist eine perfekte 24. Er stimmt mir zu. Das ist geil. Herrlich. Also dieser Adventskalender, der freut mich. Also muss ich wirklich sagen. Und ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Dinge hier so wert sind. Ne? Aber ich finde ihn zuallererst als... ich finde den super als Adventskalender an sich, an und für sich. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Wenn man gar nicht weiß, was man jemandem schenken soll, ist der Adventskalender wirklich super. Außerdem ist dieses Video und der Adventskalender dann ja auch eine super Inspiration, wenn ihr selber Adventskalender befüllt und man nicht weiß, was packe ich denn so mit rein. Ich lache immer noch, wenn ich diesen Hund angucken muss. Das ist doch mega, ne? Also klar bekommst du viele dieser Sachen auch günstig irgendwie im Action oder so für 2 Euro oder so. Aber selbst wenn du für jedes Teil irgendwie 2 Euro bezahlst, so im Schnitt, ne? Bist du ja schon bei 48 Euro und der kostet 39,99, ist schon befüllt, hat so ein komplettes Umdesign und so. Ich finde den mega. Ich finde den richtig geil. Ich möchte ihn doch, ich möchte ihn wirklich mega empfehlen und euch volle Elle ans Herz legen. Der ist so geil. Der ist so praktisch. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich feiere diesen Wackeldackel und streiche ihn gerade ein bisschen. Werde den safe nachher auch in meinem Auto befestigen. Also ich finde den Inhalt bombastisch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.